Herzlich willkommen zu der zweiten Folge Rechtswissenschaften für das erste Semester. Und in der letzten Folge haben wir eine kurze Einleitung bereits gehabt und uns das BGB-ATI zusammen angeschaut, die erste Folge. Heute geht es weiter mit dem Strafrecht-ATI. Und ich möchte zunächst einmal, bevor wir jetzt hier anfangen, wieder ein paar grundlegende Sachen sagen. Und zwar zum einen gelten die ganzen Tipps, die wir in dem ersten Video bereits gesagt haben, natürlich auch für die Strafrecht-ATI-Reihe weiter. Heißt also insbesondere, bitte schreibe dir alle Karteikarten ab, die wir gleich hier zusammen durchgehen werden. Die Karteikarten erkennst du auch wieder an den Ziffern und an den kleinen Büchern, die wir überall verteilt haben in den jeweiligen Skripten. Und zudem bitte ich dich darum, wie immer die Hausaufgaben zu erledigen, welche du wieder am Ende des Videos finden wirst. Bitte erledige diese Hausaufgaben bis zur nächsten Strafrecht-ATI-Folge. Du kannst dir immer merken, es erscheint immer eine BGB-ATI-Folge, dann erscheint eine Strafrecht-ATI-Folge, dann Staatsrecht 1, Staatsorganisationsrecht und dann das vierte Video ist dann quasi wieder BGB-ATI, dann wieder Strafrecht-ATI und so weiter und so fort. Das heißt also, es erscheint quasi, jedes dritte Video ist ein Video der gleichen Art, des gleichen Moduls. Das kannst du dir merken, damit du weißt, für wann du die Hausaufgaben erledigt haben solltest, damit wir dann zusammen die Aufgaben besprechen können. So, das vorneweg besser gesagt. Und eigentlich können wir jetzt auch schon anfangen mit dem Strafrecht-ATI. Ich möchte gerne eine Sache noch sagen, und zwar werden wir uns in den kommenden Folgen irgendwann nochmal zusammen hinsetzen und besprechen, wie ihr am besten die Karteikarten lernen sollt. Das heißt, ihr schreibt jetzt gerade irgendwelche Karteikarten auf, aber ihr wisst noch gar nicht so richtig, okay, wie soll ich jetzt mit diesen Karteikarten lernen? Natürlich könnte man jetzt jeden Tag stumpf hingehen und diese Karteikarten durchnehmen, aber das ist zum einen langweilig und zweitens werden wir damit auch auf Dauer nicht glücklich werden. Dementsprechend habe ich für euch ein System entwickelt, mit dem wir vereinfacht Karteikarten lernen können und mit dem wir das Gelernte auch am besten vertiefen und auch behalten können. Das werden wir allerdings in den nächsten Folgen besprechen, heute noch nicht. So, und noch eine Sache natürlich, falls du noch kein STGB hast, empfehle ich dir auf jeden Fall, dir eines zu besorgen, damit du wirklich immer die einzelnen Paragraphen und Normen aufschlagen kannst, welche wir hier zusammen durchgehen. Fangen wir an mit dem Strafrecht ATI. Und das Erste, was ich dir hier mit an die Hand geben werde, ist, dass das Strafrecht ATI die Abkürzung für Strafrecht allgemeiner Teil ist. Daneben gibt es noch den Strafrecht BT, das Strafrecht den besonderen Teil. Der allgemeine Teil ist in den Paragraphen 1 bis 79 BSTGB geregelt und der besondere Teil in den Paragraphen 80 bis 358 STGB. Hier rechts ist wieder die erste Karteikarte und genau das gleiche gilt jetzt auch im Strafrecht ATI wie bereits im BGB ATI, sprich vorne kommt quasi das hin, was wir überprüfen möchten, nämlich Strafrecht ATI, Strafrecht BT und hinten kommt dann das drauf, was wir gerne neu wissen möchten und oben rechts kommt dann jeweils die Zahl hin. Ihr fangt bitte wieder hier bei 1 an, da wir hier ein neues Modul haben. Wir sind ja jetzt nicht mehr im BGB ATI, sondern im Strafrecht ATI. Dementsprechend fangt ihr hier wieder mit der 1 an und oben links kommt dann immer das jeweilige Modul hin. Hier könnt ihr zum Beispiel die dunkelgrüne Farbe nehmen für Strafrecht ATI. Übrigens habe ich jetzt hier wieder eine weiße Karteikarte ausgewählt. Ich habe euch ja gesagt, nehmt bitte eine andere Farbe. Heißt, ihr könnt jetzt hier für euch zum Beispiel gelb nehmen oder grün. Grün würde ja jetzt in diesem Falle passen, damit wir hier oben halt auch, oder da wir hier oben halt auch eine grüne Farbe benutzen. Das nur mal kurz vorne weg. Eine Sache noch zu diesen Paragraphen. Das Ganze haben wir ja auch im BGB-ATI zusammen bereits besprochen. Im Strafrecht ATI ist es so, dass wir, wenn wir jetzt diese ganze Videoreihe machen, gar nicht so sehr auf die einzelnen Normen eingehen werden. Beziehungsweise es gibt viele Normen, die wir gar nicht zusammen besprechen und durchgehen werden. Und generell ist es so, dass wir in einem strafrechtlichen Gutachten sehr, sehr wenige Paragraphen überhaupt niederschreiben. Die meisten Paragraphen, die wir benutzen, sind meistens Normenketten, die wir im Obersatz verwenden, um zu schauen, was wir jetzt konkret prüfen möchten. Das restliche Gutachten besteht meistens nur aus den Prüfungsschemata-Definitionen und aus Meinungsstreitigkeiten. Deswegen meinen viele Studenten halt auch, dass es sich bei dem Strafrecht um ein Fach zum Auswendiglernen handelt, da man so wenige Normen benutzt. Aber trotzdem kann man auch im Strafrecht mit einigen guten Argumenten und einigen eigenen Erwägungen gut punkten. Dazu kommen wir allerdings später, wenn wir dann einzelne Meinungsstreitigkeiten zusammen hier
besprechen. Was unterscheidet jetzt das Allgemeine oder den allgemeinen Teil von dem besonderen Teil? Im allgemeinen Teil, dort werden wir so die Grundkonstrukte oder die Grundkonstruktion zusammen besprechen, um zu schauen, wie wir konkrete Delikte überhaupt prüfen können. Und erst im besonderen Teil werden wir uns dann den einzelnen Delikten konkret widmen, sprich den einzelnen Straftatbeständen. Wenn wir jetzt nicht hier anfangen und jetzt irgendwie den Mord durchsprechen oder den Betrug oder ja, den Versicherungsbetrug oder den Subventionsbetrug oder was weiß ich was, das Ganze werden wir natürlich jetzt hier noch nicht machen. Das ist Stoff des Strafrecht BT. Wir müssen zunächst einmal gucken, dass wir überhaupt wissen, wie wir diese einzelnen Normen prüfen und was wir in diesen einzelnen Normen prüfen. Deswegen fangen wir auch mit dem allgemeinen Teil an. Manche werden jetzt sagen, ja okay, aber das ist doch ziemlich trocken, wir brauchen doch irgendwelche Normen, damit wir das Ganze überhaupt prüfen können. Da habt ihr auch recht, wir brauchen ein paar Normen, sonst können wir gar keine Klausur schreiben, denn wenn wir keine Delikte haben, mit denen wir das Gelernte überhaupt prüfen und verinnerlichen können, dann können wir natürlich auch keine Klausur schreiben. Und deswegen gibt es an dieser Stelle nun auch eine kurze Grafik, damit ihr versteht, wie das Ganze hier geprüft werden soll und vor allem, was wir im Strafrecht AT und im Strafrecht BT zusammen machen werden. Im Strafrecht AT, das haben wir jetzt hier oben links, dort werden wir zunächst einmal, wie gesagt, die Grundkonstrukte besprechen. Das sind diese ganzen Punkte hier. Das ist zum einen das vorsätzliche Begehungsdelikt. Das ist aber auch der Versuch, das Fahrlässigkeitsdelikt, das erfolgsqualifizierte Delikt, das unechte Unterlassungsdelikt, Täterschaft und Teilnahme, hierbei insbesondere die Mittäterschaft, die mittelbare Täterschaft, die Anstiftung und die Beihilfe. Und wir werden dann dementsprechend noch einige Delikte aus dem Strafrecht BT benutzen. Das ist zum einen der Totschlag, die fahrlässige Tötung, die Körperverletzung, die gefährliche Körperverletzung, die fahrlässige Körperverletzung, der Diebstahl und die Sachbeschädigung. Manche von euch werden jetzt vielleicht auch sagen, okay, unser Professor sagt, okay, wir möchten gerne noch den Mord mit reinnehmen. Bitte schreibt mir unten in die Kommentare rein, falls ihr noch irgendwelche Sonderdelikte habt, wo ja Professor ganz scharf drauf ist, damit ich da Bescheid weiß. Aber das hier, diese 7 Delikte hier oben, das sind so die Standarddelikte, welche man eigentlich normalerweise in der BGBRT-Klausur antrifft. Mehr eigentlich nicht. Wie gesagt, da können noch ein paar dazukommen, zum Beispiel der Mord oder die Regelbeispiele beim Diebstahl, aber viel mehr wird da eigentlich normalerweise nicht kommen. Falls doch mehr dran kommen sollte, könnt ihr euch gerne auch die Strafrecht BT-Reihe von Paragraph 31 anschauen. Die gibt es auch auf YouTube kostenlos und da könnt ihr dann auch mal nachschauen, was es zu eurem jeweiligen Delikt dort zu sagen gibt. So, fangen wir an mit dem ersten Delikt, welches wir zusammen hier oben stehen haben. Das ist das vorsätzliche Begehungsdelikt. Das ist das erste, was wir jetzt hier zusammen durchprüfen werden. Anhand, und wir brauchen natürlich immer einen Straftatbestand, an dem wir das Ganze prüfen. Und das wird hier der Paragraph 212 Absatz 1 StGB, nämlich der Totschlag sein. So, bevor wir jetzt allerdings uns den Totschlag näher angucken, zunächst mal ein paar grundlegende Fragen. Warum heißt das vorsätzliche Begehungsdelikt eigentlich vorsätzliches Begehungsdelikt? Das ist doch eigentlich eine unglaublich gute Frage. Als ich damals angefangen habe zu studieren, habe ich mir gedacht, Leute, hört mal zu, was ist denn ein vorsätzliches Begehungsdelikt? Was prüfen wir hier überhaupt? So, wenn wir von einem vorsätzlichen Begehungsdelikt sprechen, ist es zunächst einmal interessant zu wissen, was ist denn das Gegenteil von einem solchen vorsätzlichen Begehungsdelikt? Wir haben zum einen diesen ersten Teil des Wortes, das ist der Vorsatz. Das quasi Gegenteil des Vorsatzes ist die Fahrlässigkeit. So, das Gegenteil eines Begehungsdeliktes, also etwas, was ich tue, ist das Unterlassungsdelikt. Das können wir uns zunächst mal merken und bitte auch hier wieder die Karteikarte schreiben. Ihr seht, wir sind schon wieder bei der Nummer 4 angekommen. Auch hier oben hatten wir schon zwei Karteikarten, welche hier oben selbsterklärend sind. Schreibt euch auch bitte diese auch auf Karteikarten und lernt diese, wie bereits gesagt, wie man das Ganze dann macht, wie man das Ganze lernt. Das werde ich euch dann später in einer anderen Folge nochmal zeigen. So, ich möchte euch jetzt hier, damit ihr das Ganze versteht, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Begehungsdelikt, Unterlassungsdelikt, möchte ich euch ganz gerne nochmal zwei laienhafte Definitionen mit an die Hand geben, damit ihr versteht, wo da die Unterschiede sind. Bitte beachtet, das sind wirklich nur laienhafte Definitionen, das sind keine Definitionen, die ihr in der Klausur bringen solltet. Aber wir haben jetzt trotzdem hier
nochmal zwei Karteikarten für euch, damit ihr versteht, wo da die Unterschiede sind. Bei einem vorsätzlichen Delikt, da möchte ich ganz gerne eine bestimmte Handlung oder einen bestimmten Erfolg erreichen oder durchführen. Während ich beim Fahrlässigkeitsdelikt diesen Erfolg oder diese Handlung eigentlich nicht möchte, aber der Erfolg trotzdem eintritt. Bei einem Begehungsdelikt und beim Unterlassungsdelikt, beim Begehungsdelikt, dort handle ich selber, also ich begehe quasi eine Handlung durch aktives Tun. Bei einem Unterlassungsdelikt lasse ich etwas geschehen. Ich handle zwar auch, ja, indem ich etwas geschehen lasse, aber ich greife hier nicht durch aktives Tun ein. Das sind diese zwei Unterschiede und wie ihr hier oben auch sehen könnt, gibt es dann eben neben dem vorsätzlichen Begehungsdelikt dann auch das Fahrlässigkeitsdelikt und auch das unechte Unterlassungsdelikt. Ja, es gibt auch das echte Unterlassungsdelikt, dazu kommen wir dann allerdings im Strafrecht BT. So. Und zudem möchte ich ganz gerne noch die Unterscheidung zwischen Erfolgs- und Tätigkeitsdelikten mir mit euch anschauen. Das ist insbesondere bezüglich des Paragraphen 212 Absatz 1 StGB besonders entscheidend. Unterschied Erfolgsdelikt und Tätigkeitsdelikt. Bei einem Erfolgsdelikt, dort brauchen wir einen, wie der Name schon sagt, einen Erfolg in der Außenwelt. Beim Tätigkeitsdelikt, dort reicht es vollkommen aus, dass wir eine Handlung ausführen. Wir brauchen aber keinen konkreten Erfolg. Alle Delikte, welche ich euch gerade benannt habe, welche wir aus dem Strafrecht BT jetzt für die Strafrecht AT-Reihe benötigen, das sind alles Erfolgsdelikte. Also keine Sorge, das sind alles Erfolgsdelikte. Wir werden hier keine Tätigkeitsdelikte zusammen durchsprechen, zumindest nicht im Strafrecht AT, sondern erst im Strafrecht BT. Beispiele für solche Tätigkeitsdelikte, und da seht ihr auch schon, dass das Ganze ja im Anwendungsbereich relativ eingeschränkt ist. Das ist zum Beispiel der Paragraph 153 StGB, die falsche Aussage oder die falsche uneidliche Aussage, oder der Paragraph 316 StGB, die Trunkenheit im Verkehr. So, kommen wir jetzt zur Prüfung des Paragraphen 212 Absatz 1 StGB, nämlich des Totschlages, darauf, worauf ihr alle wartet. So, erstens, das Prüfungsschema des Paragraphen 212 Absatz 1 StGB, das werde ich euch dann geben, wenn wir diese Prüfung zusammen uns komplett angeschaut haben. Der erste Punkt, den wir immer prüfen, ist der Tatbestand oder die Tatbestandsmäßigkeit. Und bitte nehmt diese Sachen zunächst einmal erstmal so hin. Es gibt viele Fragen, die ihr euch jetzt stellen werdet. Was ist der Tatbestand? Was ist der Totschlag? Was ist, weiß ich nicht was. Bitte nehmt euch oder nehmt erstmal diese Sachen ein bisschen so hin. Wir werden alles zusammen durchsprechen. Und wenn noch irgendwelche offenen Fragen bleiben, falls ich hier irgendwas vergessen sollte oder irgendwelche komplizierten Fragen noch da sind, schreibt es in die Kommentare. Wir werden probieren, zusammen diese Fragen zu beantworten, auch in der Community. Das heißt, ihr helft euch auch bitte gegenseitig, wenn ihr unten in der Kommentarsektion seht, dass irgendeiner von euren Kommilitonen Probleme hat. Probiert euch gegenseitig zu helfen, wenn ich oder wenn wir es nicht schaffen, diesen Kommentar zu beantworten. Schauen wir uns zunächst einmal an, was der Paragraph 212 Absatz 1 StGB zu uns sagt. Der sagt, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Absatz 2, in besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen. Wir haben im Strafrecht immer einen dreistufigen Verbrechensaufbau, an den wir uns immer und egal was wir prüfen, halten müssen. Egal was wir prüfen, wir halten uns an diesen dreistufigen Verbrechensaufbau. Und dieser dreistufige Verbrechensaufbau lautet Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld. Innerhalb des Tatbestands unterscheiden wir nochmal zwischen objektivem und zwischen subjektivem Tatbestand. Und daran halten wir uns immer. Egal, ob wir ein Fahrlässigkeitsdelikt prüfen, egal, ob wir ein Unterlassungsdelikt prüfen, egal, ob wir einen Versuch prüfen oder egal, ob wir ein vorsätzliches Begehungsdelikt prüfen, wir halten uns bitte immer an dieses dreistufige Schema. Das ist unglaublich wichtig und gewährleistet uns, dass wir immer das Richtige prüfen. Es gibt auch einige andere Lehren, zum Beispiel die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, die hat nur ein zweistufiges Verbrechensaufbauschema. Bitte niemals anwenden. Also immer mit diesem dreistufigen Verbrechensaufbau arbeiten. Das ist die absolut herrschende Meinung. Kommt nicht auf dumme Ideen, um da jetzt irgendwelche Experimente anzurichten. Immer Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld. Ja, es gibt auch ein paar Besonderheiten im Fahrlässigkeitsdelikt. Entfällt zum Beispiel
diese Differenzierung zwischen objektivem und subjektivem Tatbestand, da wir ja sowieso fahrlässig handeln, dementsprechend würde dann nur Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld dort bestehen. So, eine weitere Besonderheit ist, das habe ich jetzt quasi eigentlich schon so konkludent euch gerade eben geschildert, ist das sogenannte Simultanitäts- oder Koinzidenzprinzip. Das heißt, dass der Täter sich nur dann strafbar macht, wenn er den Tatbestand verwirklicht, also den objektiven Tatbestand verwirklicht, und zusätzlich vorsätzlich, das heißt also den subjektiven Tatbestand verwirklicht, und rechtswidrig und schuldhaft handelt, auch bitte hier eine Karteikarte schreiben und das Koinzidenz- bzw. das Simultanitätsprinzip lernen. So, weiterhin ist es so, dass wir zunächst einmal einen Erfolg brauchen innerhalb des objektiven Tatbestands bei dem Totschlag nach § 212 Absatz 1 StGB. Was ist der Erfolg des Totschlags? Den Erfolg bei einem Erfolgsdelikt, Totschlag ist ein Erfolgsdelikt, das Ganze können wir immer oder meistens im Tatbestand erkennen. Ja? An den Tatbestandsmerkmalen. Wenn wir uns den § 212 StGB nochmal anschauen, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Und ab hier ist es quasi so diese Strafzumessung, das heißt, wie wird bestraft? Auch hier der Absatz 2, das ist auch eine Strafzumessung, das heißt, wie wird bestraft? Für uns interessant sind diese zwei, oder sind diese paar Wörter hier vor, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein. Das sind für uns die interessanten Punkte. Wir können jetzt hieraus schlussfolgern, der Erfolg des § 212 Absatz 1 StGB ist der Tod eines Menschen. Es gibt hier eine kleine Ergänzung. Suizid ist logischerweise nicht strafbar. Wenn ich mich selber umbringe, kann ich nicht bestraft werden dafür. Deswegen verlangen wir den Tod eines anderen Menschen. Und das ist jetzt hier ungeschrieben, das steht hier oben nicht drin. Es steht hier oben nicht drin, wer einen anderen Menschen tötet, sondern es ist ungeschrieben. Das nennt sich ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal. Dementsprechend brauchen wir den Tod eines anderen Menschen. Und auch diesen Teil hier, ohne Mörder zu sein, den prüfen wir jetzt hier auch nicht direkt, sondern ohne Mörder zu sein bedeutet, dass wir hier keinen Mord prüfen. Wenn wir keinen Mord prüfen, dann geben wir quasi selber schon an, okay, Mordmerkmale liegen nicht vor, deswegen prüfen wir das Ganze hier an dieser Stelle nicht mehr, sondern wir prüfen als Erfolg des § 212 Absatz 1 StGB nur den Tod eines anderen Menschen und nicht mehr. So, das ist ultra einfach, der Tod eines anderen Menschen, das ist wahnsinnig einfach festzustellen, da werdet ihr nie Probleme mit haben in der Klausur. Deswegen können wir diesen Punkt eigentlich auch ziemlich schnell abhaken. Zwei Beispiele. A schießt B mit einer Pistole, B stirbt. Was würden wir jetzt hier hinschreiben? Der Erfolg des § 212 Absatz 1 StGB liegt vor, B ist tot. Das reicht. So. Zweites Beispiel, C erhängt sich im eigenen Keller und stirbt. Hätten wir hier den Tod eines anderen Menschen? Nein, natürlich nicht. Wie ich bereits gerade gesagt habe, Suizid ist nicht strafbar. Dementsprechend hätten wir hier keinen Totschlag. Man kann nicht Totschlag an sich selber begehen. Das geht logischerweise nicht. Damit können wir den Erfolg, den ersten Prüfungspunkt innerhalb des objektiven Tatbestands, innerhalb des Tatbestands abhaken und können zur Handlung kommen. Auch die Handlung ist ein Prüfungspunkt, welcher meistens nicht so wirklich problematisch ist. Es gibt allerdings ein paar Besonderheiten, welche wir hier beachten sollten, ein paar mehr Besonderheiten als bei dem Erfolg. Zunächst einmal, was ist die Definition der Handlung? Eine Handlung ist jedes von einem menschlichen Willen beherrschte oder beherrschbare Verhalten. Hier fehlt ein N. So. Auch hier wieder ein paar Beispiele. A schießt mit einer Pistole auf D, D stirbt. So. Was ist hier die Handlung des A? Die Handlung des A wäre hier der Schuss mit der Pistole auf D. Punkt. Damit wäre auch dieser Prüfungspunkt hier fertig. Zweites Beispiel. A schlägt mit der blanken Faust auf den Körper und Kopf des P ein, bis dieser stirbt. Was wäre hier die Handlung des A? Hier wäre die Handlung des A das Schlagen mit der blanken Faust auf Körper und Kopf des P. Handlung plus. Wir können weitergehen zum dritten Prüfungspunkt. Beispiel 3. A sieht, dass der am Boden liegende Kuh schwer verletzt wurde von einem anderen und hilft diesem nicht. Was hätten wir hier? Wäre hier eine Handlung gegeben? So. Eine Handlung haben wir hier oben stehen. Es ist egal, was für eine Handlung vorliegt. Es muss einfach nur irgendeine Handlung gegeben sein. Okay, A sieht Kuh am Boden.
möchte diesem allerdings nicht helfen. Dementsprechend hat er auch hier eine Handlung begangen, aber eine Handlung nicht durch aktives Tun. Er hat hier nicht selber aktiv eingeschritten in diese Tat, sondern er hat es vielmehr unterlassen, dem Kuh zu helfen. Die haben zwar hier eine Handlung, also eine Handlung kann sowohl aktives Tun als auch unterlassen sein. Das ist ganz wichtig, dass wir das, uns das merken. Handlung ist immer aktives Tun und auch unterlassen. Allerdings würden wir hier natürlich jetzt nicht mehr mit dem vorsätzlichen Begehungsdelikt weitermachen, weil wir eben ein Begehungs- und kein Unterlassungsdelikt haben. Und somit würden wir dann die Prüfung im Unterlassungsdelikt dann fortsetzen und die Prüfung hier trotzdem beenden. Wir hatten zwar eine Handlung, aber trotzdem würden wir hier die Prüfung beenden und ein Unterlassungsdelikt prüfen. Ganz, ganz wichtig. So, Beispiel 4. Hart immer wieder spastische Anfälle und schubst aus Versehen in einem solchen Fall den X von einer Brücke runter, welcher dann anschließend verstirbt. So. In einem solchen Fall fragen wir uns, okay, liegt eine Handlung vor? Grundsätzlich würden wir ja sagen, okay, H hat ja gehandelt. H hat ja den X runtergeschubst. Aber es gibt ja zu beachten, dass eine Handlung von einem menschlichen Willen beherrscht sein muss. Und H kann sich eben selber nicht beherrschen, da er hier einem unwiderstehlichen körperlichen Zwang unterliegt. Dementsprechend hat er hier nicht selber gehandelt und hätte hier keine Handlung begangen. Ganz, ganz wichtig. So, weiterhin. Fünftes Beispiel. Im Schlaf liegt, das kommt weg, im Schlaf dreht sich Vater V auf sein neugeborenes Baby und erstickt dieses. Auch hier würden wir sagen, okay, V befand sich im Schlaf, er war quasi bewusstlos, hat sich dann auf sein Kind gedreht, das Kind ist gestorben. Er hat also nicht selber gehandelt, also nicht im geistig fähigen Zustand gehandelt. Er hat quasi im Schlaf, wo er sein Verhalten, seine Handlung nicht beherrschen kann, hat er sich auf das Baby gedreht, welches dann unglücklicherweise verstorben ist. Ganz traurige Geschichte, aber auch hier würden wir sagen, keine Handlung. Dementsprechend könnte sich V hier auch nicht nach § 212 Absatz 1 StGB strafbar gemacht haben, weil er sich natürlich nicht extra auf das Baby gelegt hat. Würden jetzt manche sagen, das ist aber ungerecht. Ja, vielleicht ist es irgendwo ungerecht, aber das ist eben das deutsche Strafrecht und dem müssen wir dann als Juristen folgen und dementsprechend würden wir sagen, Handlung minus. Dementsprechend hier auch noch meine Karteikarte Nummer 12. Wann liegt also gerade keine Handlung vor? In drei Fällen: im Schlaf, bei Bewusstlosigkeit und auch bei vis absoluta, bei einem unwiderstehlichen körperlichen Zwang. So, das war die erste Folge Strafrecht AT. Ich hoffe, dieses Video hat euch so den ersten Einblick ins Strafrecht AT vermittelt und ich hoffe, das war jetzt auch nicht zu viel. Wir haben jetzt schon einiges durchgesprochen, 12 neue Karteikarten, ist auch ziemlich viel. Ja, wie immer bitte Karteikarten schreiben und lernen. Und ja, nochmal ein paar kurze Informationen für euch zu dieser Reihe. Entschuldigung. In der nächsten Folge werden wir uns im Strafrecht AT mit der Kausalität auseinandersetzen, sprich die Kausalität zwischen Handlung und Erfolg. Das ist so das erste Thema, was wirklich etwas komplexer sein wird, wo ihr richtig, richtig gut aufpassen müsst. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sollte für die meisten von euch wahrscheinlich schon kein großes Problem darstellen. Aber bei der Kausalität, dort gibt es dann die ersten kleinen Probleme, welche wir zusammen uns in Ruhe anschauen müssen und sollten. Und dementsprechend bitte ich euch dann dort genau aufzupassen. Generell in der nächsten Folge bei dieser gesamten Reihe, dort kommen wir dann zum dritten Modul und steigen auch dort ein, nämlich im Staatsrecht 1, Staatsorganisationsrecht. Auch dort dürft ihr schon mal sehr gespannt sein. Und an dieser Stelle nochmal eine kurze und kleine Info von mir, nochmal am Rande für diejenigen, die sich im Strafrecht AT gerne nochmal etwas mehr damit beschäftigen möchten, etwas mehr in die Tiefe gehen möchten. Es erscheint bald die Top 10 Fallreihe Strafrecht AT. Diese Strafrecht AT-Fallreihe ist darauf ausgelegt, euch die Top 10 Fälle des Strafrecht AT zu präsentieren, auf einer wunderschönen Art und Weise, mit sehr vielen Schemata, mit sehr vielen Tipps und mit sehr vielen Exkursen, um das Ganze, was wir hier auch lernen, dann innerhalb von den Fällen zu vertiefen, damit ihr auch die Strafrecht AT-Klausuren, die Abschlussklausuren auch gut, am besten mit Prädikat bewerkstelligen könnt. Diese Videoreihe wird bald erscheinen. Das wird noch, ich sag mal, 1 bis 2 Wochen dauern. Dann wird die Reihe auch online sein. Und den Link dazu wirst du dann in der Videobeschreibung finden. So, zum Schluss
kommen wir zu den Hausaufgaben für dich. Und wir haben diesmal 4 Aufgaben für dich vorbereitet wieder. Zunächst einmal eine Aufgabe, wo ihr ein paar Deliktspärchen verbinden müsst. Danach sollen wir das Prüfungsschema des Paragraphen 212 StGB eintragen. Als dritte Aufgabe haben wir einen kleinen Fall für dich vorbereitet und auch Fall 4 stellt einen kleinen Fall dar, zu geben, etwas abgedreht, aber die Fälle sollen ja auch in Anführungszeichen auch Spaß machen und jetzt nicht nur irgendwie so diese absoluten Standardfälle sein. Dementsprechend bitte ich euch auch hier wieder darum, löst diese Fälle bis zur nächsten Stunde und dann werden wir uns auch die Lösung zusammen anschauen. Wie immer werde ich auch diese Aufgaben wieder auf der Paragraph 31 Seite hochladen, www.paragraph31.com/Aufgaben. Dort findet ihr alle Aufgaben und später auch alle Lösungen, wenn wir die Lösungen dann zusammen durchgesprochen haben. Und dementsprechend, ja, könnt ihr euch jetzt gerne an die Aufgaben ranmachen. Ich empfehle euch ja immer, bitte macht die Aufgaben immer sofort, nachdem wir die Videos gemacht haben oder spätestens ein paar Stunden später, weil da ist nämlich das Ganze, was wir gerade gelernt haben, noch frisch. Und da könnt ihr das Ganze nochmal etwas vertiefen mit Hilfe von diesen Aufgaben. Diese Aufgaben sind wirklich sehr, sehr wichtig. Bitte macht diese Aufgaben. Wir geben uns extra Mühe, damit ihr das Ganze hier möglichst auf dem Präsentierteller bekommt und möglichst effektiv lernen könnt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch mal wieder fürs Zuschauen. Denkt dran, mit jedem Kommentar, mit jedem Like, mit jedem Abo auf diesem Kanal unterstützt ihr unsere Arbeit. Und helft uns natürlich auch hier weiterzukommen und diese Community noch weiter nach oben zu pushen. Es freut uns wahnsinnig, wenn du das tust. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut, dein Paragraph 31.